Ja, Mann. Oh, die Welle. Krass, ja, das muss so geil sein. Das muss so geil sein, der Moment. Ja, ja, ja. Flo hat auch was anderes gesehen als die Welle. Freunde, selten schwankt es so zwischen Curva Raketa und das war awesome, wie bei Awesome Wins und Stupid Fails. Wir gehen rein. Okay. Vielleicht gibt es auch ein Muster. Oh mein Gott, das war ja episch. Oh lol, oh lol. Wo sind die Typen mit den Seilen? Und was war das jetzt? Ich weiß, wie unangenehm das ist, wenn einem da irgendwas in den Rücken fällt, kann ich euch sagen. aber hat das eine Squad jetzt das andere geschwängert? Ich glaube schon, das geht schnell bei denen. Ja, ja, ja. Ja, so entstehen kleine Quads, ja. Ja, ja. Oh, lol. Da passiert ja noch so viel mehr. Oha, wow. Nach vorne auch noch. Okay, es hat tatsächlich ein Muster. Ja, es hat ein Muster. Ja. Hier sogar an der gleichen Stelle, oh mein Gott. Ganz ehrlich, ohne Typen mit Seilen, ohne mich? Ja, das ist krank. Ich muss es wirklich einfach sagen. Ja. I didn't win. Ey, die Leute, die das können, sind einfach für mich crazy. Und ihr müsst mal, ihr kennt die Phoebe, ne, mit der ich bei Samsung war. Ja. Bekannte Streamerin, klar, kennt man. Ich folge ihr seitdem und die postet halt sowas. Die macht sowas und ich denke mir jedes Mal, krass, warum können Menschen das und ich nicht? Ich finde das für mich einfach, ich verstehe nicht, wie Menschen das können. Das ist wirklich krass. Die kann sowas? Ja, musst mal gucken, ist so heftig, das ist crazy. Richtig crazy. Die postet immer so Videos aus der Trainingshalle, wo die dann halt so, hey, ich mach mal eben so 30 Überschläge, let's go. Okay. Wild. Okay, chill. Krass. Mach halt 25. So nach dem Motto halt. Oh mein Gott. Alter, und das auch noch auf so einen Block. Animal. Ah, da war ja alles schlimm dran. Digga. Ah. Dann macht der Typ im Hintergrund. Crazy. Der Typ hat doch einen Dips da drauf gemacht. Was? Ah, ja, sowas finde ich krass, Alter. Sowas finde ich krass. Nee, das geht nicht. Das ist das Bergsteigerauto. Ja, das haben die rückwärts abgespielt oder so. Das ist nicht echt. Oh. Guck, das würde wirklich passieren. Das Hupen macht's viel besser. Oh mein Gott, Alter. Hupen macht alles besser. Er ist auch viel zu langsam gewesen. aber war geil. Oh ja, aber ganz ehrlich, es war ja eine Zuganlage. Stark. Knapp, aber stark. Schön. Schade, Ed Sheeran. Tut mir leid. Krass, Alter. Ey, oh, das finde ich so extrem krass, Digga. Slackline, ey. Und er war nie wieder gesehen. Das ist original, aber, was man schlafen gelegt nennt. Aber beim Slackline ist auch der Grat wirklich schmal zwischen unfassbar episch und saunerviger Hipster, der zu viel Platz im Park wegnimmt. Ja, es war. Ja. Den Rest auf dem Gesicht noch geslidet. Oh, Digga, was? Was tut er? Was ist das für ein Sport gewesen? Das war ertrinken. Ich finde das Konzept Windfail richtig gut. Ja. Vor allem, weil es immer die gleiche Sportart ist. Ja, das ist richtig genial. Das ist übrigens ein neuer Kanu-Trick, der dort entwickelt wurde. Man nennt ihn die Waschmaschine. Genau. Ja. Ah, crazy. Oh geil, Interlaced Footage habe ich seit den 90ern nicht mehr gesehen. Das stimmt gar nicht. Du kannst heute noch 50 i aufnehmen, wenn du einen schlechten Tag hast. Das war. Eieiei. Ui, ja. Boah. Gut, es ging nochmal gerade glücklich aus. Oh mein Gott, was? Ach so. Ich hab's auch.
Witzig. Oh, auch, du weißt in dem Moment ja auch schon. Was? was für ein Sohn! Oha, das kam ihm aber schnell. Die Welle war aber geil. Aber er hat ihm das Surfbrett weggenommen. Alter, was ist das? Besser als das da. Ja, aber was machen die Leute mit ihren Autos? Was fällt da alles raus? Oh, Digga, ey. Das ist crazy. Das ist echt geil. Geil. Die Wand haben sie vorher nicht gesehen. Das ist mega insane. Ja, nur wenn das Ding platzt, ist er tot. Ja, gut. Sie auch. Und sie hat nicht so einen Ball gehabt. Oh, throws the backflip and breaks it. Breaks his back. Das ist auch so crazy, Alter. Oh, scheiße. Aber er ist schon gut. Okay, ja, er ist einfach nur verkackt. Gut gesaved hier. Ja, er hat gefailt. Alter, der Grind. Der hat doch an. Oh, auf die Ecke. Aua. Alter, ja, als ob. Oh mein Gott. Digga. Aber das Kid war krass. Naja, aber Helm, das finde ich auch krass. Ja, das ist, ich verstehe auch nicht, wie das geht. Das ist auch so krass, Mann. Aber ich mag das neue Konzept von Fail Army. Ein Win, ein Fail, spart man sich ein Video. Deswegen hat er doppelte Länge. Ey, vor allen Dingen war das doch Nico. Das war doch hier der Frontmann von Electric Callboy. Was? Sah ein bisschen so aus, ne? Ja, schon. Sah insane so aus. Ja. Stabil. Nice one. Und nailed it. Aber Schlauchboot auch kaputt jetzt. Er hat nicht losgelassen. Das ist halt so dumm. Das ist halt dumm. Mmh. Ja. Okay, crazy. Sah cool aus. Yeah. Mag ich. Oh mag, mein auch, Gott. Ich mochte auch die Matratzenkonstruktion einfach wirklich sehr. Du musst mir einfach mal bitte erklären, was für ein lebensmüder Sohn du sein musst, um so abzuziehen. Pass auf. Was absolut insane ist, Digga. Ich bin, und I kid you not, es gibt davon noch VHS-Videoaufnahmen, die hat der Kumpel von meinem Vater. Ich bin mit dem Snowboard zum Teil mit meinem Kumpel Norman und seinem Bruder Gordon. Grüße gehen raus. Wir sind in Tschechien, haben wir uns mit dem Board. Wichtig ist, dass die Stelle extrem steil ist, an der du das machst. Haben wir versucht, uns das Leben zu nehmen. Nein, weil du darfst halt nicht irgendwo aufkommen, wo du so drauf landest. Ja. Sondern du musst halt an einer steilen Stelle aufkommen. Aber wir sind halt, I kid you not, 4,5 Meter aus dem Sessellift gesprungen, um an den Liftsäulen fahren zu können, wo keine Sau fährt, wo der Schnee halt wirklich tief ist und so. Ist für Snowboard halt übertrieben geil. Und das kannst du bringen, wenn der Schnee tief genug, frisch genug, also, ne, dementsprechend, der darf halt nicht verharscht sein im besten Fall und das steil genug ist. Boah, das war geil, Alter. Würde ich heute vielleicht nicht mehr machen, aber das war insane. Ey, ganz ehrlich, Mann, weißt du, die Snowboardfahrer und ich, was die machen, ihr Ding, ich mach mein Ding. Glaube ich. Du fährst mehr so Bigfoot. Und diese kleinen Skier. Nee, ich mach Goofy. Snowboard kannst Goofy. Du machen. Kannst du machen, ja. Yo, strong. Alter, was? Strong. Das ist halt. Ey, der Typ, Alter. Wie kommst du da wieder raus? Ich will wissen. Der Typ von GZSZ? Ja, geschieht ja auch. Ich glaube, das habe ich bei demselben Clip vor Jahren schon mal gefragt. Was? Erzähl mir doch keinen. Aber war ein legiter Try. Wie soll ich mein Motorrad verladen? So.
Stark, nice. Mason! Oh mein Gott. Sorry, das ist aber kein. Für mich ist das jetzt gerade kein Fail gewesen. Das ist trotzdem krass. Hat halt, ja. Oh, Digga, das hat lange gedauert. Die haben auf jeden Fall angefangen als Helfer. Geil, der Tilt. Ich fühle ihn so. Ja, das ist McFit Reinickendorf, sag ich dir. Die Kamera ist ja crazy. Ja. Alter, oh Gott. Wie schnell oh das Gott. Ist. Oh Gott. Digga. Den haben die nie wiedergefunden. Er ist gone forever, Alter. Der ist desintegriert an der Wasseroberfläche. Ich schwör. Ich sag, er ist Dust in the Wind. Oh mein Gott. Yo. Der ist jetzt in Narnia, ja. Der wollte ich gerade sagen, der fährt jetzt woanders. Ja, wie elegant er da springt mit dem Ding. Ja. Ich muss sagen, alle bisher in den Videos, auch die Fails, bis auf wenige Ausnahmen, wie diese zum Beispiel, vor denen habe ich allen Respekt. Deckung. Deckung hoch. Brauchst du die? Kannst du die 103-Jährige mal in Ruhe lassen? Ich will sie ja nur schützen. Das war doch kein Fail, Alter. Sie hat ihn hops genommen. Ja. Gott, war er sauer. Mhm. Ja, deswegen. Kannst du nicht bringen. Beim Pratzentraining bist du Trainer. Wenn ein Schlag daneben kommt, dann hast du nicht sauer zu sein. Ja, hast du schlechte Arbeit geleistet. Nee, dann bist du auch Trainer. Ja, sag ich ja. Schlechte Arbeit geleistet. Ja, hast du recht. Was zum Das ist ein neues. Hey, so voll Paralleluniversum, wo die Boote auf Erde fahren und alle auf Wasser laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach du. Ich glaube, den kannst du neu lackieren unten, ne? Alter, du kannst einfach nur froh sein, dass da keiner rausfällt in dem Moment. Crazy. Ach, den kennen wir schon, ne? Der Drecksack, der sogar noch wegrennt. Ja, Bitch, I'm out of here. Oh! Das ist so episch, wenn du. Schön lange. Das ist so episch, wenn du das auf Video hast, Digga. Ja, Mann. Oh, die Welle. Krass, ja, das muss so geil sein. Das muss so geil sein, der Moment. Ja. Flo hat auch was anderes gesehen als die Welle. Ich hab die Welle gar nicht gesehen. Was? Ach, die surft! Was? Ist das so ein Ding? Ja, ich glaube schon, unter Servern. Ja, ganz ehrlich, was ein Sohn, Alter. Ich hoffe, reitest da die Welle deines Lebens, Alter, und dann kommt da so ein Sohn und schmeißt dich vom Brett, Mann. Alter. Wie, Mann, wie? Da muss doch irgendwann die... Das, du kannst doch den Schwung nicht einfach immer mitnehmen. Du kannst doch Physik nicht ausschalten. Geil. I love it. Wow, Alter. Ein echter Rodney, Junge. Kannst du mal auf sein Gesicht achten? Du meinst schon ihn als echten Rodney, ne? Ja. Er war schon tot vorm Fallen, glaube ich. Ist so. Oha! Lecco mio, Alter. Oh. Stark. Gut aufeinanderfolgende Clips hier. Boah, perfekter Winkel, Digga. Nicht so perfekter Winkel, Digga. Alter, was Leute machen. An der Stelle denke ich mir immer, da habe ich jetzt nicht so Mitleid, weil wenn du dich dazu entschließt, das mit deinem Motorrad zu machen, das ist ein Win, hoffe gut, ich. Gut, pausiert. Hoffe ich ganz nee, das toll. Ist kein Win, ganz Dicker. Toll. Das ich hoffe muss... ganz toll, dass das ein Win ist. Nee, pass auf, er schlägt, was jetzt passiert ist, er schlägt dir die vordere Dose aus der Hand und trifft damit die auf den Kopf. Um es ganz kurz mal zwischendrin zu klären, Quelle ist übrigens Chat. Es gibt ein paar Regeln beim Surfen in Australien, gibt es an Spots eine richtige Hackordnung. Als Touri darfst du keinem Local die Welle nehmen und generell gibt es eine klare Reihenfolge. Wer das nicht einhält, der wird vom Board gezogen. Frage. Okay. Frage. Woran erkenne ich als Surfer die Locals? Sind die markiert? Ja. Die sehen aus wie Australier. Ah. Und woran erkennen die Locals, dass ich kein Local bin? Ich bin ein Local-Surfer, um ehrlich zu sein. Glaube ich auch. Vielleicht, ja. Wahrscheinlich, wenn er dich anschreit.
Possibly. Ja. Kurva Raketa. Alle Australier klingen so. Ja. Nee, aber so Leute, die das mit ihren Motorrädern machen, wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, wenn du dich dazu entschließt, das zu machen, hast du eh zu viel Kohle. Das sind die mit dem Vegemite hinter den Ohren. Genau. Ja. Nice. Dicker. Das war so unspektakulär lustig. Watch me break my friend's back. Lol. Aber es ist doch, das sah doch wirklich so nach dem Motto aus, okay, wir nehmen jetzt mal so ein Ding auf, aber endlich kann ich ihn mal reinhauen. Ja, muss, war ja Meter daneben, Alter. Also entweder hat er einen Schlaganfall oder kann ich drehen, ich weiß nicht. So. Wie auf den einsamen Skier gesucht hat, ne? So, guck mal. Stark. Und er lässt dich los. Oh, los. Oh, no. Ja, naja, okay. Ey, aber bitte, Leute, wenn ihr sowas mal macht am See, wir haben sowas auch schon gemacht bei uns auf dem Campingplatz. Wir haben uns selber so einen kleinen Steg gebaut und am Ende haben wir, kennt ihr diese Frösche aus, kennt man so aus Turnhallen, diese Mini-Trampoline, weißt du, die so nennt man Frosch. Ja. So, da, wir hatten jemanden, der hat bei einem Bauunternehmen gearbeitet, die halt auch ausgeräumt haben und die haben eine Turnhalle ausgeräumt und der hat so Bohlen mitgebracht und Frösche. Und dann haben wir einen Steg daraus selber gebaut bei uns in den See und vorne die Frösche, das war das Beste ever, weil du konntest diesen Steg, 5 Meter, springst auf den Frosch in den See rein, war das geilste ever. Das Problem ist nur, seid bitte vorsichtig, springt dorthin, wo das Wasser tief ist, weil wenn ihr dorthin springt, wo das noch nicht so tief ist, da sind ganz oft halt auch Wurzeln von Pflanzen und so und du schneidest dir schneller den Fuß auf, als du denkst und gerade auch, wenn du so ins Wasser reinschwingst, da war nämlich tatsächlich der Sohn von einem, war 13, 14 Jahre alt, der hat sich so ein Dreiangel in den Fuß gehauen. Ich habe fast gekotzt, als ich das gesehen habe. Krankenwagen, Helikopter, alles drum und dran, ne? Weil der halbe Fuß war durch. Das war richtig, richtig, richtig schlimm. So wie dein Kartoffelchip, Paul, gerade. Ich war gerade eher darüber erstaunt, wie groß der ist, wie der andere war auch groß. Richtig krass. Also bitte passt da auf, wenn ihr sowas macht. Oh mein Gott. Yo. Ey, das sind diese wirklich, mit denen kannst du nicht Tischtennis spielen. Oh no. What the f***? Wie kommst du zu solchen Situationen, wirklich? Ist das ein Local? Ich glaube, das war ein Local. Eher nicht, ne? Das nicht. Er wurde nur vom Bord getroffen, machte so, oh! Und das ist ja bekanntermaßen ein Vocal. Ein Vocal Local. Danke. Ja. Naja. Nur damit es nicht ganz untergeht. Ich finde es schön, wie du dir Mühe gibst, Flo. Ja, danke. Lul Ward. Was? Direkt schwarzer Gürtel. Wie sie ihre Kraft nicht geglaubt hat. Und also, ja. Sie weiß doch, dass diese Trainingsbretter präpariert sind, oder? Ne, die haben halt eine Maserung einfach. Ja, vor allem, wenn die zwei Leute das Ding festhalten, aber. Was ich halt. Aber jetzt guck mal, sie guckt auf ihre Hand, wie sie jetzt auf ihre Hand guckt. Sie macht diesen Spider-Man-Check, weißt du? Was ich halt richtig krass finde, ist, dass sie so darauf geschlagen hat. Das kannst du ja machen. Ja, ist auch schon krass. Sie ist einfach zu stark. Zu stark. Das ist crazy. Nice. Was? Nice. Oh, vor dem Pfiff gesprungen, ne? Oh, nicht so strong. Schade. Na, es passiert leider, wenn es nass ist. Oh mein Gott, was? Was? Das will ich beim nächsten Pete's Meet Card Invitational sehen. Beides, was ich gerade gesehen habe. Wie bremst er? Oh.
Schade. Na, schönes Ding gewesen. Trotzdem, oh, das kannst du doch nicht üben. Brennst doch die Maschinen dann wie sonst was. Immer noch traurig, dass ich so ein Ding nicht fahren durfte, ne? Hilft dir jetzt auch nicht, wenn ich sage, macht unfassbar Laune, ne? Ja, aber woran hattet ihr Legen, naja, pass auf, daran, dass an dem Tag, wo das stattfinden sollte, keiner das machen durfte, weil die Wetterlage es nicht zugelassen hat. Ja, sad, Mann. Ja. Okay. Ja. Olli hatte 5 Promille, genau. Was? Ja, ist einfach Skifahren zu langweilig geworden ist. Oh Gott, die Aussicht, Alter, wie geil. Die Aussicht ist mega, aber wenn du dann vor 2 Skiern erschlagen wirst, ist kacke. Hä? Was? Mann, wie macht man sowas? So nicht. Du gibst Gas. Boah. Digga, er hat... Das wäre ich. Aber noch bevor ich zu Boden gehe, hat er mich 3-mal schon getreten. Ja. In einem Luft. Flug. In der Luft. Ist so. Lol. Digga, was? Wie großartig. Ja, abzuwetten, das mit dir. Ich möchte mich eigentlich mein Leben lang nur noch so fortbewegen. Ich möchte, dass all meine Wege mit solchen Bällen gesäumt sind und ich einfach nur noch so mache. Boom. Wer hat da so lange geflucht? Er im Flug. Was für ein Sackgesicht, Alter. Boah, geil. Mega Hello. Nice. Das muss Spaß machen. Das ist aber auch saugefährlich, ne? Ja. Nun. Oh, ich dachte, das fliegt länger. Leute, er sitzt da drauf. Oh, damn. Aber das war, warte mal, das war eine richtige Konstruktion. Guck mal. Mhm. War geil. Ohne Spaß, weil der wird, guck mal, der wird seine Beine nicht einsetzen zu können. Ja. Einsetzen können, weil der ist richtig festgeschnallt in so einer kompletten Halbschale. Ich schätze mal, das ist für Rollstuhlfahrer. Ja, ja, ja. Geil, Alter, was für eine geile Nummer. Mega. Oh, ey, Chat, ganz stark. 3, 2, 1, Mika gerade. Das ganze Video ist nicht Wins and Fails, das ganze Video ist Expectations versus Reality. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Oh, damn. Oh, damn. Das kann man übrigens bei mir hier in der Nähe machen. Das wünsche ich mir mal als Betriebsausflug. An so einer Zuganlage dann. Achso, ja, das Surfen, meinst du? Ja, ja, ja. Ja, das ist cool. Habe ich einmal gemacht. Sehr geil. Da ist er wieder. Also das Wakeboarden halt. Ah, mit der Ansage noch besser. Ah, geil, Alter. Ey, 360. Digga, wo ist er? Da 300, will ich auch sein. 360 Grad Kameras, ne? Sind einfach wirklich krass, ja. Mann. Oh! Ei. Alter, wenn Drohnenpiloten einfach endlich ihre Traumberufung haben. Und die Mauer fällt, oder? Ja, doch. Das war mega. Alter, ist nicht schlecht. Krass. Alter Falter. Digga, der Mensch entwickelt sich zum Affen zurück, ich sag's dir. Ja, wer gesünder für alle. Oh. Alter, auch schön. Ja, bist du auch wieder so ein bisschen lebensmüde, ne? Kurva, Raketa. Easy.
Was war das? Keine Ahnung. Okay, da war auch das Video einfach nur, guck mal, ein kleines Kind kann das. Oh Gott. Wow. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Alter. Ach du. Alter. Ach du. Boah, stark, Alter. Boah. Ja. Ich möchte euch. Oh. Boah, stark, Alter. Pass auf, ich möchte euch eine Sache, möchte ich euch bitten, achtet mal auf Nummer 3 in Rot. Auf sein Gesicht. Ja. Wenn der Ball drin ist. Er war sehr unglücklich. Alter. Naja, es ist insane. Das wäre ich. Nee, ich fand die Reaktion auch angemessen. Ja, die hätten alle ausrasten müssen. Ja, naja, also. Das war so ein Ding in den USA. Du weißt ja, dann geht da so ein Alarm los, wenn du zu laut bist. Hm. Haben sie auch in den Fitnessstudios immer, sobald okay. du zu laut bist, geht ein Alarm los. Echt? Es gibt eine Fitnessstudio-Kette, das ist diese lilane. Welche ist denn das? Planet Fitness, glaube ich. Und da hast du so einen Lang-Alarm oder so heißt der. Das heißt, du darfst die Gewichte halt nicht laut absetzen, aber du darfst zum Beispiel auch auf gar keinen Fall sowas machen wie wenn du drückst oder irgendwas, ne? Dann geht sofort ein Alarm los, richtig mit Sirene. Und ich glaube, du hast 2 Verwarnungen, beim dritten fliegst du. But why? Ja, hä, Fitness. Ich mache halt Kraftsport. Die stehen auch in der Kritik, dass sie so ein bisschen dumm sind. Hä, nee, die wollen nicht, dass du Kraftsport machst. Die wollen, dass du leise an den Geräten trainierst. So. Warum? Punkt. Hä, ja, aber wer geht denn mit der Erwartung in ein Fitnessstudio, dass es dort angenehm leise ist? Wer? Die Leute, die zu Planet Fitness gehen, offensichtlich, weil das deren USP zu sein scheint. Ja, irgendwie komisch, ey. Weiß ich auch nicht. Dafür gibt's ja Kopfhörer. Das war sehr gefährlich. Oh mein Gott, der ist entweder aufgespießt worden wie nie zuvor in seinem Leben oder hatte richtig Glück. Ja. Hast du als Zuschauer aber auch eine gewisse Verantwortung. Gruselig. Das ist die Alte aus Ringu. Mach das ja, weg, Mann. Das ist auch schon beeindruckend, ne? Ich fand's auch mega beeindruckend. Boah! Dicker! Seitwärts. Ja, sowas ist insane, Alter. Wahnsinn. Ja. Ist halt üben, ne? Sieht geil aus, kann man nichts sagen, ne? Da hätte man ein Dino-Kostüm angehabt. Aber crazy Reaktion von dem vorne im Bild. Und tschüss. Alter. Alter. Alter, ey. Wie heißt der denn? Mafuyu? Miss irgendwas. Der Anzug ist aber auch geil. Oh, nee. Hat der Klammern drauf? Nee, ne? Nee. Ja, das ist halt auch. Warum macht man sowas, Mann? Ist doch saugefährlich für alle Umstehenden, ja. Muss man dazu sagen. Oha! Es ist wirklich Expectation vs. Reality. Boah, Digga. Geil. Und ohnmächtig. Wow, stark. Uff, war ja auch schlecht gelandet, ne? Ah, weiß ich nicht, Digga. Muss nicht. Ja, keine so gute Konstruktion auch. Crazy. Was hat ihn gezogen? Das ist ein geiles Board, Alter. Ja. Soll ich's holen? Kurva Raketa.
Oh, 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 oh ja, das dachte ich mir. Oh, oh Gott. Alter. Digga, der steigt keine Treppen, der springt Treppen. Das ist doch, der ist doch im Zirkus groß geworden, kannst du mir nichts erzählen. So eine Artistenfamilie. Und er hat sich eine Rippe geprellt. Digga, was? Oh, Alter. So viel zum Thema, es ist nicht die Beschleunigung, die dich killt, ne? Was? Oh mein Gott, das die wollen aber ja, auch wirklich das ist ja riskieren, geil. Dass einer stirbt. Das ist ja richtig geil gewesen. Liebig. Das ist ja von vorne bis hinten keine gute Idee. Ja, zieh sie noch aus beim Hinfallen. Mega. Geil, geil. Ey, Eyal, mach das. Ich kann dich auf keinen Fall halten, aber let's go. Alter. Stark, aber aus beiden nice. Skiern raus. Ist voll gut. Was? Hä, hey, übel geschnitten wie so ein Ken Block Video, ne? Voll geil. Jesus Christ. Warum hat er die Kamera denn nicht von Anfang an mitgezogen? Vielleicht wollte er einfach nicht, dass drauf ist, wie sein Freund stirbt oder so, keine Ahnung. Boah. Alter, auch smooth gelandet. Ja, also man sollte, wenn man mit so einem Skateboard springt, nicht seitlich mit dem Skateboard landen, weil dann kann es nicht mehr rollen. Aber er hat ja einen 180 versucht, also. Ja, hat nicht geklappt. Fair enough. Das stimmt, ja. Yo! Wie war das heute im Podcast? Kinder, krass. Ja, ja Mann. Kinder, krass. Ich hatte das, noch krass? Ich hatte das übrigens zusammengeschrieben. Körper. Kinder, krass. Körper, krass, ja. Boah, ey, das muss ja dann so cool sein. Oh. Junge! Der Bitch-Slap von der Natur. Schulter. Kapselgelenkssprengung. Sechs Monate. Ja, dead. Geil. Oh, hat mir die Spaß gemacht. Ja, ich find Win und Fail gemischt viel besser. Ich hoffe, das ist jetzt ein neues Konzept und nicht so ein One-Off. Hat mir gefallen. Finde ich wirklich gut. Finde ich auch. Ey, wir haben sowohl Wins als auch Fails hier auch auf dem Kanal. Schaut vorbei. Abwechselnd angucken. Beide Videos parallel aufmachen in einem Tab und dann einfach immer Startpause, 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 bis ihr fertig seid. So ist es.